Aufstellung hier im siebten Lauf. Frühstart in der sechsten PS-Klasse. Rennen abgeworfen, die rote Flagge ist draußen. Neue Startaufstellung. Forster-Füchse und Duke Boys gegeneinander unterwegs. Sie wollen Forster übernehmen in die Führung. Startnummer 302 geht nach vorne. Hannes Laman ist alles auf der Seite. Weit zurück, innen geht es besser vorwärts. Der Fahrer, der dort in die Schikane auf dem Erdwall geflogen ist, hat das Gefährt mittlerweile verlassen. Da scheint alles in Ordnung zu sein. Und die Wolde Forster Füchse sind vorne. Startnummer 302 auf Platz 1 unterwegs hier. Kein rechts und kein links mehr. Die Wolde Forster Füchse setzen sich weiter ab, führen das Feld souverän an, die 766. Robert Falk kommt da über die Ziellinie, die Duke Boys auf dem zweiten Platz abgewunkelt hier mit einem starken Lauf, Robert Falk. Und der dritte Platz geht an das Racing Team Apeto. Auf vier die Wühler über die Ziellinie und der fünfte Platz wird dann auch noch vergeben an die Motorsport.